Okay, es ist doch ein härterer Kampf, als ich es gedacht habe. Wobei er seine zwei mächtigsten Viecher immer noch hat. Nein! Okay, Attacken kenne ich jetzt alle. Amnesie, Erholung, Schnarcher, Body Slam. Das heißt, ich könnte meinen Stalos wirklich dazu nutzen, um dieses Drecksviech umzuhauen. Was? Was? Ach so, Toffe Leber. Hoho, ja, genau. Genau das wollte ich einsetzen. Der lag so schnell tief und fest. Dann kann ich das ja jetzt mal ein bisschen paralysieren gleich. Also, zumindest wenn es wieder wach ist. Denn selbst Body Slam wird nicht viel abziehen. Das kann ich euch ja schon mal sagen. Eisenschweig. Ich muss einfach testen. Okay, jetzt können wir mal sehen, wie viel Body Slam abzieht. Okay, das ist auch nicht wirklich viel. Nein! Da muss ich jetzt mal darüber hinaus wegsehen. Aber es ist ja sowieso egal. Immerhin ist Stalos sowieso relativ langsam. Und da macht das ehrlich gesagt keinen großen Unterschied. Okay. Problem wird natürlich wieder, wenn Relaxo Erholung einsetzt. Da kann ich selbst mit Miltank nicht viel machen. Immerhin, ich muss erstmal. Nee, Top Aether nicht. Ich habe doch nur irgendwo so eine andere Scheiße. Ach komm, muss ich mal in mein Elixier. Erstmal bei Miltank. Wegen Wuchtschlag. Wuchtschlag brauche ich auf jeden Fall mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Erdbeben. Und es setzt Erholung ein. Das ist im Grunde mein Stichwort, um meinen Stalos gegen Miltank auszutauschen. Und dann kann ich ja mal gucken, wie viel Schnarcher abzieht. Body Slam hat ungefähr etwas mehr als die Hälfte abgezogen. Und Schnarcher ist keine wirklich starke Attacke. Das ist einfach nur, damit das Pokémon nicht einfach nur dumm rumschläft. Da kann ich ja mal kurz gucken. Und dann halt ein, zweimal Wuchtschlag. Im Grunde brauche ich, glaube ich, vier oder fünf Wuchtschläge. Mit Schnarcher ein. Jetzt kann ich mal gucken, wie viel zieht das ab. Das ist keine starke Attacke, das weiß ich. Okay, das geht ja noch. Wuchtschlag, komm. Yes, babe. Das muss ich hinkriegen. Ich werde den Part auch auf jeden Fall länger machen. Da könnt ihr auch drauf einstellen, auf jeden Fall. Das werde ich auch sehen. Okay, es ist verwirrt. Das heißt, selbst wenn Relaxo jetzt mit Schnarcher angreift, könnte es, glaube ich, sein, dass es sich selbst verletzt, oder? Ja. Verdammt! Das ist irgendwie das Doofe. Ich habe das Gefühl, Relaxo ist irgendwie so verwirrungsresistent. Und wenn jetzt Body Slam einsetzt, gefickt. Ja. So wie ich das jetzt sehen kann, sind das vier Wuchtschläge, die Relaxo braucht, um zu zerfetzen. Okay, Body Slam, das sollte mein Miltank jetzt total weghauen. Ja, wusste ich's doch. Zum Glück habe ich Stalos noch da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab Probleme. Oh. Okay, das wird das Ganze in die Länge ziehen. Die Scheißerholung von Relaxo, ey. Ah. Da könnte ich echt kotzen ohne Ende. Selbst zwei Erdbeben reichen da nicht. Hey, doch, eigentlich schon. Aber jetzt haut er wieder Erholung raus und dann. Ah. Das geht mir so auf den Sack, ey. Da könnte ich echt stundenlang drüber auskotzen, wie mir das auf den Sack geht. Doch nicht? Jetzt will ich angreifen und er haut Erholung raus. Nein! Ah, so knapp! Ja, komm, füll dich auf. Ach komm, gegen Relaxo mache ich eben kurz den hier. Was hat er da gerade eingesetzt? Nein! Okay. Das ist nicht gut, okay. Nein, nein, nein. Jetzt muss ich mal mein Toppeleber einsetzen. Toppeleber für Stalos. Stalos ist nämlich meine Rettung gegen Relaxo. Relaxo hat nämlich nicht wirklich viel, was er gegen Stalos einsetzen kann. Okay, Magneton willst du jetzt mal eine Blitzkanone versuchen. Blitzkanone. Was? Wuchtschlag funktioniert nicht, aber Blitzkanone trifft nicht. Ich meine, Wuchtschlag funktioniert, aber Blitzkanone, nee, da trifft nicht. Mann, das Viech, das liegt auf dem Rücken und bewegt sich kein Stück. Wie kannst du da verfehlen, Magneton? Das ist doch. Och Mann. Na egal. Noch ein Versuch. Ui, nein! Da raste ich doch aus. Oh, endlich.
sie das viel ab? Ich meine eher weniger. So, ein Volltreffer. Ich meine, das wäre noch extrem viel gewesen. Wer hätte Relaxo nicht Amnesie eingesetzt? Vor ein paar Runden. Alter, wie lange machen wir diesen Kampf jetzt schon? Ich meine, ich bin angefangen. Warte mal, ich bin, glaube ich, bei 7 Minuten stehen geblieben, weil ich, nee, mit 7 Minuten wollte ich, glaube ich, hoch, oder? Also, hatte ich, glaube ich, den Weg durchgefunden und wollte dann ab nach, ab zum Champ, zum Rot hier. Irgendwie bin ich jetzt gerade total verpeilt, Alter. Dann geht dieser ganze Kampf jetzt schon mindestens 20 Minuten. What the fuck? Brauche ich doch wohl trollen, oder? Los, Miltank, du bist dran. Setz mal wieder deinen wuchtigen Wuchtschlag ein. Direkt in die Magengrube. Dann verwirre das Ding am besten noch. Lass es sich selber treffen, sodass es keine Erholung einsetzen kann. Dann haben wir das Problem bald hinter uns. Bitte. Jetzt muss Wuchtschlag treffen. Wenn jetzt Wuchtschlag nicht trifft, ja dann. Nein! Nein! Bitte nicht! Ja! Ich mache jetzt einfach auf gut Glück Stärke. Bitte, bitte lass Relaxo zerficken, bitte! Ja! Das Drecksviech ist weg! Oh! Das ist echt so ein geiles Gefühl, wenn dieses Drecksviech endlich weg ist, ey. Oh Gott! Okay, jetzt muss ich erstmal ein bisschen in die Trickkiste greifen. Impagator. Ich weiß, Glurak hat mit Sicherheit auch irgendwelche anderen krassen Attacken drauf, wie Hyperstrahl. Die bei diesem Levelunterschied einen sehr großen Schaden anrichten kann. Surfer. Flammewurf bringt natürlich jetzt nicht so viel gegen Impagator. Allerdings, der Levelunterschied und die Angriffskraft von. Die Spezialangriffskraft von Glurak lassen doch schon einigen Schaden da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, ist der gut. Los, komm schon. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, komm. Bitte. Okay, okay, okay. Wer hat jetzt Verbrennung? Top-Genesung. Eindeutig, ja. Da muss ich gleich eventuell kurz mein Pokémon tauschen, um ein bisschen was. Okay, hier ist das Problem natürlich, die meisten meiner Pokémon haben irgendwie Feuerschwäche. Keipel, Magneton, Stalos. What the fuck? Bitte nicht schon wieder Verbrennung. Bitte nicht. Ja. Da kann ich jetzt einmal kurz meinen Schlitzer einsetzen. In der nächsten Runde könnte ich dann eventuell nochmal Top-Genesung einsetzen und Glurak wäre weg. Wenn das jetzt alles so zusammenpasst, wie ich es hoffe, ohne Verbrennung. Genau, ja. Schlitzer, etwas mehr als die Hälfte weg. Also jetzt über die Hälfte da weg. Top-Genesung einsetzen. Flammenwurf haut mir wieder etwas bis zur Hälfte ungefähr weg. Und dann kann ich einmal Surfer einsetzen und Glurak sollte eigentlich vernichtet sein. Und dann ist die letzte Hoffnung eigentlich auf der Gesamtstärke meine ganzen Pokémon. Dann wird, denke ich mal, Impagator. Ah, wobei, ich denke mal. Ah, nein. Turtok hat mit Sicherheit auch noch Body Slam in petto. Ach Gott, da muss ich auf jeden Fall ein Pokémon haben, was einiges aushalten kann gegen dieses Drecksviech. Ich werde auf jeden Fall X-Bad erstmal vorschicken, damit ich meine Pokémon ein bisschen heilen kann. Yes, baby. Der hat nur noch ein verkacktes Pokémon. Hohoho, 3448. Okay, Turtok, das letzte Pokémon, Level 77. Nee, ich werde erstmal Impagator da lassen, Impagator heilen und gucken, was der für einen Move einsetzt. 100% setzt der, ja, ist der Kack-Move Body Slam ein. Da gehe ich einfach mal zu 80% von aus. What the fuck? Bist du gesoffen? Naja, Hauptsache der greift nicht. Hauptsache, das zieht nicht so viel ab. Aha, okay.
natürlich jetzt ein Nachteil. Infagator hat natürlich jetzt nicht so eine hohe Verteidigung und alles, deswegen... Okay, Magneton heilen. Da muss ich nochmal kurz gucken, wie viel Magnetons Blitzkanone noch hat. Nochmal Surfer, okay. Infagator hat, glaube ich, dreimal Surfer aus. Das heißt, jetzt müsste ich Infagator gleich heilen. Weil das waren 63, ja, ja, ja. Das ist jetzt sehr viel Heilung, die ich einsetzen muss. Das ist natürlich jetzt das Problem, ne? Ich möchte jetzt auch nicht sagen, ich möchte jetzt auch nicht so eine Dinge sagen wie, wenn wir das jetzt schaffen, dann haben wir das alles geschafft und dann ist das Projekt beendet und so. Aber ich kann es mir nicht verkneifen. Und das sind immer so eine Sätze, die genau das verhindern, dass man das schafft. Okay, jetzt hat er mir sogar noch ein bisschen weniger abgezogen. Vorhin waren es ja 110, die er da weg hatte, ne? Okay, Top-Genesung für Magneton. Das ist natürlich jetzt das Problem. Hätte ich ein Pokémon genommen wie Ampharos, hätte ich ein schnelleres Pokémon. Turtok ist natürlich jetzt auch nicht das schnellste Viech, aber es ist dennoch, sagen wir mal, es gehört doch schon zur guten Mitte. Und, naja, da wird natürlich jetzt das Problem sein. Einmal Surfer und Magneton ist weg. Da kann ich noch so viel versuchen, Blitzkanone einzusetzen, wie ich will. Stalos wird auch schnell weg sein. Keifel auch. X-Band sowieso, weil es nicht viel Verteidigung hat. Meine Hoffnungen liegen hierbei. Dann bei Impagator und Miltern. Eventuell auch darauf, dass ich so lange irgendwas einsetze, bis er Verzweifler einsetzen muss und sich selber schadet. Da könnte ich dann auch gut Stalos noch einsetzen, aber naja. Darauf möchte ich nicht spekulieren. Das wäre ein bisschen zu lang und ein bisschen zu scheiße für euch. Dann würde ich hier noch morgen früh sitzen. Scheiße. Okay, Schlitzer. Schlitzer zieht mit Sicherheit nur so 20 KP ab. Und das war ein Volltreffer, Leute. Mann, ist da gut hier. Ja, Impagator 1. Das Tolle ist, ich kann einmal angreifen, muss den Impagator dann wieder heilen. Ich kann einmal angreifen, muss den Impagator dann wieder heilen. Ich kann einmal angreifen, muss... Ich denke, ich werde den Impagator gleich dann austauschen gegen X-Bart, ey. Ist mir ehrlich gesagt lieber. Oh, das war sogar 116, das ist doch was. Tralali, tralala, deine Ma, die ist da. Okay, ich könnte natürlich jetzt auch darauf spekulieren, dass er bald keine Wasserattacken mehr hat und dann mit Magneton und Stalos angreifen. Das könnte natürlich auch funktionieren. Und das könnte sogar bald schon sein. Ah nein, Impagator! Oh, egal, ich habe ja meinen X-Bart noch. Und mit X-Bart sollte ich Impagator wieder schön heilen können bis zur Hälfte und dann mit Impagator weiterkämpfen können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, la 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 la. X-Bart, du bist so ein Held. Da 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 da. Nein, Toppelieber nicht. Toppelieber brauche ich jetzt nicht. Toppelieber brauche ich nur im äußersten Notfall. Im äußersten Notfall. What the fuck? Als hätte ein Surfer nicht ausgereicht. Meine Güte, musst du mein X-Bart so zu Tode ficken? Ich glaub's ja wohl nicht. Impagato. Das ist so scheiße. Das ist so mies. Schlitzer. Okay, er hat noch Surfer. Die Frage ist, wie oft hat er Surfer schon eingesetzt? Okay. Oh Mann. Okay, okay. Ich habe dreimal Schlitzer eingesetzt. Ich habe ihn noch nicht mal ansatzweise wehgetan. Ich muss noch viermal Schlitzer einsetzen, damit das funktioniert, ey. Okay, das heißt, er hat Blizzard Surfer. Ich gehe davon aus, dass er Hydro-Pumpe auch noch besitzt und Body Slam. Diese vier Attacken besitzt Turtok mit Sicherheit. Also ich gehe davon jetzt mal aus, ey. Das wären auf jeden Fall die Attacken, die ich mir vorstellen könnte. Hydro-Pumpe sowieso? Was wäre ein Turtok ohne Hydro-Pumpe? Das wäre nix. Blizzard haben wir ja gerade gesehen. Surfer haben wir ja auch schon mehrmals sehen können. Und Body Slam wäre jetzt eigentlich der Move, den ich noch... Oh, fuck. Den ich jetzt eigentlich noch so
im Kopf hätte. Der eigentlich auch noch so zu dem lieben Tooltalk passen würde. Okay, okay, okay. Beleber, Beleber. Jetzt kommt mit Sicherheit wieder so Blizzard. Hauen wir das Miltank zurück in die Eiszeit. Es darf keine Kühe geben. Na, 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 na. Oh, das ist sehr, sehr vorteilhaft. Blizzard, Regentanz, Surfer. Das ist auf jeden Fall vorteilhaft für mein wunderschönes Magneton. Denn so trifft Blitzkanone zu 100%. Okay, Surfer hat der Sack ja immer noch. Das ist ja nicht mehr... Ist ja nicht mehr feierlich hier. Was hast du denn noch, Surfer? Wie oft hast du die scheiße Attacke eigentlich noch? Okay, das ist natürlich jetzt auch wieder ein Nachteil, ne? Okay, das ist natürlich jetzt ein äußerster Notfall. Keifel muss jetzt mal hervortanzen. Dann, ja, es regnet immer noch deine Mama. Ich brauche jetzt mal meinen Top-Beleber. Nein, ich brauche eigentlich nur meinen Top-Genesung. Okay, das heißt so viel wie, ich werde jetzt nicht mal mehr mit Impagato angreifen können. Immerhin sind die Attacken, Surfer, jetzt durch den Regentanz viel, viel stärker geworden. Ich muss gleich mit meinem Nichton einfach mal ausprobieren. Ich werde natürlich nicht überleben. Ich meine, wenn jetzt schon so ein Miltank den Surfer nicht überlebt hat, was wird dann wohl Magneton machen? Mit Sicherheit nicht überleben! Okay, probieren wir es einfach mal. Das wird nicht klappen, aber egal. Das wird eindeutig nicht klappen. Okay, setzt Surfer ein. Das ist natürlich jetzt ein bisschen nicht sehr gut. Aber ich habe gleich immerhin eine Fagato, um ein paar meiner Pokémon zu heilen. Magneton wird das nicht schaffen, das ist klar. Auch wenn Magneton an sich doch wohl recht viele Verteidigungswerte hat. Spezialverteidigung gehören jetzt nicht dazu. Aber naja, es regnet noch immer. Nein, immer noch. Wäre Toppelheber jetzt angesagt? Ich weiß nicht. Nein. Jetzt muss ich erstmal nur Beleber einsetzen. Whirlpool? Wollt ihr mich verarschen? Das könnte im Grunde meine Chance sein. Ich meine, es hat aufgehört zu regnen. Der wird gleich mit Sicherheit nochmal Regentanz einsetzen, um Whirlpool stärker zu machen. Dann ist das im Grunde meine Chance mit Magneton. Nein, er setzt Blizzard ein. What the fuck? Der wird echt immer interessanter. Ich verstehe den Typen nicht. Ich verstehe echt nicht, was der vorhat. Okay, okay, okay. Top-Genesung. Magneton, ja, voll, ja. Für das Attacke ging daneben. Blizzard. Eindeutig Blizzard. Whirlpool erlöst, okay. Top-Genesung nochmal für Impagator. Blizzard. Das war jetzt, warte mal, einmal Blizzard gegen... wer war das denn? X-Bart. Dann hier schon das dritte, vierte. Der hat noch einmal Blizzard. Schlitzer. Jetzt hat er auch schon kein Blizzard mehr. Das heißt, er hat nur noch Whirlpool und Regentanz. Das ist dann meine Chance im Grunde. Ich könnte im Grunde jetzt abwarten, dass er mein... Oder ich besiege den mit Impagator. Das wäre doch auch was. Auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, ich kann gar nicht mehr verlieren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn diese Aufnahme verloren geht, ne? Wenn diese Aufnahme verloren geht, dann raste ich aber sowas von aus. Ich hab's geschafft. Magneton erreicht Level 54. Ist das nicht schön? Impagator steigt auch noch ein bisschen an Erfahrungspunkten auf. Und Miltank auch. Ich hab Rot besiegt. Und er sagt nichts. Hurensohn. Nein, Spaß. Heul doch. Ich hab's geschafft. La 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 la. Ah, Leute, ihr wisst gar nicht, wie ich mich gerade freue, aber so scheiß und recht gut. Ey, das ist ja nicht mehr normal hier. Ich werde den Kampf auf jeden Fall in zwei Parts cutten, das könnt ihr mir glauben. Das wird so scheiß und spannend für euch, da glaubt ihr gar nicht. Ah, ich bin gerade so...
Das sollte jetzt eigentlich nicht kommen, aber ich bin gerade so scheißen aufgeregt. Ah! Ey, ohne Witz, Leute, ich könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich gerade bin. Es ist zwar nur ein Spiel, aber mit meinen Pokémon... Ich will nicht sagen, dass meine Pokémon schwach sind, aber... Dieser Levelunterschied. Mein stärkstes Pokémon war gerade mal auf Level 53. Okay, jetzt Level 54, das ist ja ein Level aufgestiegen, aber... Das muss man sich nur mal vorstellen, Leute. Ah! Das lasse ich jetzt auch noch durchlaufen. Einfach nur, weil ich es kann. Trink noch etwas. Schmeiß die Flasche in die Ecke. Ich hoffe, man hat es gehört. Wenn nicht, dann ist die Musik von Pokémon schuld. Egal. Ah! Also, wenn ich... wenn das hier jetzt nicht nachts wäre und mein Fenster nicht auf wäre, dann würde ich ehrlich gesagt aufstehen, das Headset in die Ecke schmeißen, hoffen, dass es nicht aus meinem Laptop rausklingt und hier durch die Gegend laufen und rumbrüllen. Allerdings habe ich darauf nicht gerade wirklich so viel Bock. Ich bin so froh! Geil! Ende. Und wir drücken die Taste A. Aber wir sind hier. Okay, Leute. Damit habe ich im Grunde im Moment alles erreicht, was ich in diesem Let's Play erreichen wollte. Ich habe in keinster Weise darauf abgesehen, ein Lugia zu fangen. In keinster Weise ein Suicune zu fangen. Okay, das eigentlich schon. Suicune schon. Aber in keinster Weise ein Entei, Raikou oder Ho-Oh. Also, das wäre jetzt, diese Pokémon wären eventuell nur Zusatz-Pokémon und zusätzliche Parts. Allerdings bezweifle ich, dass ich das machen werde. Immerhin ist es schon eine scheißendreckige Qual, diese Pokémon überhaupt zu sehen. Also Lugia wäre einfach. Da muss ich aber nur hinsurfen in die Höhle und da... Aber... Raikou und Entei, das war's, genau. Die Viecher muss ich erstmal suchen. Und diese Kackviecher fangen, um Ho-Oh fangen zu können. Also, nein. Hiermit gebe ich dann auch mal bekannt, dieses Let's Play ist offiziell beendet. Und, ja. Ich bin glücklich. Ich habe mir ein so scheißen geiles Team zusammengebastelt und es damit geschafft. Ich bin froh, dass ich mir einen Stalos gemacht habe. Mit einem Rizeros hätte ich das nie im Leben hingekriegt. Rizeros wäre doch schon totgefickt worden von Relaxo. Ah, Gottchen, Gottchen, Gottchen. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, ich beende dieses Let's Play hier offiziell. Und ich hoffe, ihr werdet euch... Ich hoffe, ihr hattet Spaß, dieses Let's Play zu schauen. Ich hoffe auch, dass ihr noch einen netten Kommentar hinterlasst und ja, was dann passieren wird, ich weiß noch nicht. Ich bin wohl jetzt, denke ich mal, keine Ahnung, wann ich das hochlade, aber ich denke mal, vorerst bin ich auf dem Trockenen, was Let's Plays angeht, denn ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Zumindest jetzt noch nicht, immerhin ist es erst der, okay, jetzt ist der 20.09., da wir ja schon nach 0 Uhr haben, aber naja. Okay, Leute. Wir sehen uns dann in einem anderen Projekt. Tschüssi und Kowski.